Magerquark, fettreichen Quark. Was sagt ihr da draußen? Was ist besser an der Stelle? Darf es fettreich sein oder soll es lieber mager sein? Ihr Lieben, echter Patientenfall direkt aus der Praxis. Was davon tatsächlich besser ist? Ich bin die Rose Fröhlich, Diätassistentin mit Kassenzulassung in eigener Praxis. Schreibt mir mal in die Kommentare, was ihr darüber denkt, was ihr glaubt, was ist wirklich besser. Kann ich fettarm essen oder kann ich fettreich essen? Was ist da eure Erfahrung? Zum Beispiel, wenn es um die Gewichtsabnahme geht oder wenn es darum geht, jemand möchte gerne Gewicht zunehmen. Was ist an der Stelle besser? Ihr Lieben, ich hatte einen Patienten in der Praxis, der tatsächlich die Fragestellung hatte, der kannte das aus der Vergangenheit, dass er immer fettarm essen durfte, ne? Also Magerstufe haben wir ja hier drauf. Und es gibt Gott sei Dank neue Studien, indem man mal ausprobiert hat bei Patienten, wie das oder was passiert, wenn die eine höhere Fettstufe essen. Ihr habt erstmal sicherlich recht, wenn es nämlich um die Kalorien geht, ist ein mageres Produkt immer geringer im Fettgehalt als natürlich der Fettanteil, wenn ich eine höhere Fettstufe habe. Es ist aber so, dass es um die Eiweißquelle geht, wenn ich sozusagen Gewicht abnehme, wenn ich Muskelzellen aufbauen möchte, wenn ich auch Gewicht zunehmen möchte, will ich ja Zellen aufbauen und dafür brauchen wir sozusagen die Eiweißquelle. Dann könnte man den denken, ja, das magere Eiweiß macht den Effekt. Das macht es auch. Wer also magere Produkte mag, kann gerne magere Produkte nutzen. Wenn ihr aber sagt, schmeckt mir nicht oder auch andere Sorten, ihr würdet lieber gerne eine höhere Fettstufe haben, dann gibt es die Möglichkeit, auch den Quark in einer höheren Fettstufe zu nutzen. Die neuen Studien sind schon 2-3 Jahre alt, haben gezeigt, dass eine höhere Fettstufe bei den Milchprodukten genutzt werden kann, vor allen Dingen dann, wenn es auch gegessen wird. Weil wenn ich es esse und mir schmeckt das besser als das, also ich möchte das fettreichere essen, habe ich zwar mehr Kalorien, aber ich nehme auch eine höhere Eiweißquelle zu mir. Und es ist immer so, der Quark an sich, egal ob fettreich oder ob er mager ist, hat immer ganz wenig Restzuckeranteil. Es ist also ein Trugschluss, dass hier viel Laktose drin ist, nämlich der Milchzucker ist die Laktose und der ist im Quark nur gering enthalten. Warum? Weil er über die Molke ausläuft bei der Herstellung. Das heißt, der fließt tatsächlich raus. Daher können häufig, wenn es keinen anderen Grund gibt, auch Menschen mit Laktoseintoleranz auch den Quark nutzen, also Natur natürlich. So, also wo unterscheiden die sich? Es ist der Kalorienanteil, es ist ein bisschen der Fettanteil, aber für Gewichtsabnahme und Gewichtszunahme, für beides ist es möglich. Also ihr Lieben, wer gerne Quark macht, schaut euch an, welche Fettstufe ihr nutzen wollt und ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim Essen. Denkt nochmal dran, Plus weg, abonnieren, je nachdem, wo ihr mich seht, damit wir uns wiedersehen. Ganz liebe Grüße und habt einen schönen Tag.